Ihnen erstmal herzlich willkommen bei Leute heute. Günther Jauch hat in seinem Leben ja schon wahnsinnig viele Preise bekommen. Fernsehpreis, Bambi, Goldene Kamera und so weiter. Und jetzt ist er frisch gebackener Winzer des Jahres 2023. Und wir bleiben gruselig, also zumindest ein bisschen, denn Huibu treibt wieder sein Unwesen. Nach langer Abstinenz kehrt das berühmte Schlossgespenst ins Kino zurück und trifft auf alte Bekannte. Und in London hat Andreas Stamm diesen Tag beobachtet. Andreas, wir haben gerade gesehen, König Charles, die anderen Kinder und Enkel der Queen hinter dem Sarg. Was bedeutet es, dass Harry und William nebeneinander gegangen sind? Das war beim Trauerzug von Prinz Philipp ja nicht so. Also du warst die Baby, die Hauptdarstellerin im Dirty Dancing Musical. Wie oft hast du diesen Tanz getanzt? Also ich weiß natürlich keine Zahl, aber ich war über fast 4 Jahre auf Tour und 8 Shows die Woche, da kommt schon einiges zusammen. Also wir sagen mal über 1000 Mal. Hast du den Tanz jemals mit jemandem getanzt, der absolut nicht tanzen kann? Jetzt schon, ja, mit dir. Ja, genau. Also zugegebenermaßen, normalerweise laufe ich nicht so rum, aber wir hatten in diesen Tagen ein großartiges Jubiläum zu feiern. Am 22. Dezember 1920 hat es zum ersten Mal eine Übertragung von Sprache und Musik über Funkwellen gegeben. Quasi in Deutschland die Geburtsstunde des Radios. Bereust du es schon? Nee. Ich schon. Miau, miau. Miau, 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 miau. Ich bin ja Hundebesitzer. Sondern es ist wirklich. Ich kann nichts mit miau. Dann mach wow, wow, wow. Wow, wow. Hast du schon mal vor 20.000 Menschen gesungen? Nee, tatsächlich. Also bin ich nicht der Einzige, der nervös ist. Aber ja, ich habe schon gesagt. Die Düse, muss ich ganz ehrlich gesagt, sagen. Ich habe gesagt und ich habe es dir versprochen, dass ihr A. mitsingen werdet, weil der Text wird gleich eingeblendet und je lauter ihr singt, desto weniger hört ihr von mir. Und ich habe der Steffi auch gesagt, dass ihr alle ganz, ganz nett und wohlwollend seid und dass niemand buhnen wird. Versprecht ihr uns das? Okay. Setze ich mich doch da mal dazu. Oh, das ist aber nett, ihr macht gleich Platz. So, grüß Gott, wie heißen Sie? Hallo, ich bin die Petra. Petra, woher kommen Sie? Aus Nittenau. Aus Nittenau in der Oberpfalz, ja. Die beiden Antworten waren richtig. Jetzt wird es etwas schwerer. Petra, wissen Sie, welcher Künstler oder welche Künstlerin jetzt gleich auf der Bühne stehen wird? Nein, ich lasse mich überraschen. Das ist falsch, Petra. Sie entscheiden, wer gleich auf dieser Bühne stehen wird. Ich habe hier 3 Zettel. Sie ziehen einen davon und je nachdem, wen Sie ziehen, diese Band, diese Künstlerin wird gleich auf der Bühne stehen. Okay? Ja, das so machen wir das. Gut, also jetzt, hier sind die 3 Zettel. Sie wählt die goldene Mitte. So, machen Sie es auf. Prägen Sie sich schon mal ein. Und jetzt lesen Sie bitte laut und deutlich vor. Ist das Ihre Telefonnummer? Oh, Entschuldigung. Nein, das...